Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Juhu, wir bekommen ein Baby. Und dann? Die Mutter bleibt zu Hause und der Vater arbeitet. So sieht das normale Rollenbild aus. Viele Väter wollen jetzt aber unterstützen, wollen den Frauen zu Hause auch helfen, können sich's aber nicht leisten. Das ist unser Thema heute. Mehr jetzt von Hannes Senfter. Diese Frage stellte schon Herbert Grönemeyer in den 80er Jahren. Das Rollenbild der Männer hat sich seit damals stark geändert. 8, 10, sogar 12 Stunden arbeiten, Fehlanzeige. Immer mehr Väter wollen auch zu Hause ihren Mann stehen und gemeinsam mit ihrer Frau die Kindererziehung übernehmen. Kinderwagenschiebende Väter sind heute keine Ausnahme mehr. Laut Familienstudie wollen über 90% der Männer mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Im Vorjahr haben aber nur 115 Männer einen Teil der Elternzeit beansprucht. Sie fürchten immer noch Nachteile im Beruf oder können sich den Vaterschaftsurlaub finanziell nicht leisten. Muss die Politik jetzt handeln? Ist die Zeit reif für 2 Monate obligatorischen Vaterschaftsurlaub? Darüber diskutieren mit mir heute Landesrätin Waltraud Degg. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und die Freiheitliche Uli Meier. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau Meier, 2 Monate obligatorische Vaterschaft oder Vaterzeit, ist die Zeit dafür reif jetzt in Südtirol? Ich denke nicht, und das haben die Väter ja selbst gezeigt, wo es letzten Jahr angeblich nur 115 Ansuchen diesbezüglich gegeben hat. Und ich möchte vorausschicken eines, dass in meinen Augen es nicht angehen kann, dass man in diese Förderung des Landesfamiliengeldes plus nur dann kommen kann, wenn man eben diese obligatorische Auszeit von 2 Monaten in Anspruch nimmt. Das können sich schlichtweg viele Väter einfach nicht leisten aufgrund der Arbeitssituation. Dieser Vorschlag fördert nicht gerade die Wirtschaft. Ich denke, dass viele Betriebe es sich nicht leisten können, auf hochqualifizierte Arbeitskräfte, generell auf Arbeitnehmer, 2 Monate am Stück verzichten zu können, stellt aber eine ganze Serie und Reihe von anderen Problemen dar. Und ich empfinde das als einen Eingriff in das Familienleben, aber auch in die Arbeitswelt. Und ich denke, dass Familiengestaltung Privatsache sein soll. In dieses Familiengeld Plus müssen wir vielleicht erklären, Frau Degg. Also man bekommt als Vater Geld vom Land, wenn man mindestens 2 Monate zu Hause bleibt. Ja, vielleicht darf ich es ein bisschen größer fassen, den Rahmen. Also das Landesfamiliengeld Plus unterstützt Familien, also nicht nur den Vater, sondern das Geld geht an die Familien, wo beide Elternteile gemeinsam Verantwortung für die Familie übernehmen, heißt halt auch, dass Vater sich ganz aktiv in die Erziehungsarbeit mit einklingt. Die Voraussetzung, und das war ein bisschen die Zielsetzung und der Wunsch auch, darf ich sagen, vieler Familien, ist das, dass die staatliche Elternzeit einen Bonus vorsieht für Väter oder für Eltern, die beide Elternzeit nehmen, und wir möchten das unterstützen. Und im Grunde sagen wir ja immer, und das betonen Sie auch immer ganz, ganz stark, dass das erste Jahr im Leben eines Kindes das Wichtigste ist, beziehungsweise natürlich dann auch die folgenden 2 Jahre. Und deshalb hat das Target dieses Landesfamiliengeld Plus geht genau in diese Richtung. Das heißt, Eltern zu unterstützen, dass sie während der ersten 18 Lebensmonate des Kindes wirklich beide auch sich um das Kind kümmern und damit auch die Elternzeit verlängern. Aber eine Aufteilung der Elternzeit auf einen Tag die Woche oder wie es manchmal gefordert wird, ist dann nicht zielführend. Sehen Sie, ich glaube, dass, und das zeigen auch internationale Studien, dass es schon etwas mehr Zeit als einen Tag die Woche braucht, um wirklich eine enge Bindung mit dem Kind aufzubauen. Und es ist ja in dem Fall eine ganz klassische Win-Win-Situation. Ein Win für die Kinder, ein Win für die Partnerschaft und wenn man so will, dann auch für die gesamte Gesellschaft. Der Punkt, und da werden wir sicher dann wahrscheinlich noch im Detail darauf eingehen, warum das nicht genutzt wird, da müssen wir hinschauen, das wollen wir auch machen und da werden wir natürlich vor allem die Familien und die Väter selber befragen. Ja, schauen wir hin. Also, Frau Degg sagt, eine Win-Win-Situation. Ist es auch eine Win-Situation für unsere Wirtschaft? Können wir uns das leisten, dass die Väter zu Hause bleiben? Na, ich denke eben nicht, dass dieser Vorschlag besonders wirtschaftsfreundlich ist, weil sich Klein- und Mittelbetriebe es sich schlichtweg nicht leisten können, 2 Monate am Stück, und es geht mir ja vor allem darum, 2 Monate am Stück
auf ihre Arbeitskräfte verzichten zu können. Wer zahlt den Ausfall? Denn Arbeitskräfte müssen ersetzt werden und das dürfen da wahrscheinlich die Betriebe zahlen. Und ich denke, die werden sich bedanken. Deswegen, ich sehe den Vorschlag nicht als sehr wirtschaftsfreundlich an. Und generell in diesem Vorschlag schwingt für mich etwas Ideologisches mit, ein ideologisches Konzept. Und ich denke, dass es vor allem das ist, was Familien am wenigsten brauchen. Ich denke, moderne Familienpolitik sollte weg von Ideologien gehen, denn hier ist ja das ganz klare Ziel, dass langfristig gesehen Mutter- und Vaterrolle zwanghaft austauschbar sind, zum Schaden der Familien. Die wünschen sich das nicht, aber sie wünschen sich vor allem Flexibilität. Ich denke, wir sind in einer Zeit, wo ganz häufig es vorkommt, dass sowohl Mutter als auch Vater in der Arbeitswelt verankert sind, beide berufstätig sind. Und da wünschen sich die Väter vor allem viel mehr Flexibilität, dass sie sich aussuchen können, einteilen können, wann sie Zeit mit ihren Kindern verbringen. Dieser Schritt ist ja als positiv zu werten, dass sich die Väter mehr einbinden möchten. Aber ich sehe das schon problematisch, dass man das nicht einfach ohne diese Flexibilität handhaben möchte. Das ist ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit. Ja. Vielleicht darf ich da einhaken. Das Wichtige an der Geschichte ist, wir schreiben ja nichts vor. Also im Grunde ist es so, nein, das schreiben wir nicht vor, das darf ich noch einmal unterstützen. Nein, Moment, also die Elternzeit wird geregelt auf Staatsebene. Das ist der Einheitstext 151 aus dem Jahr 2001. Und der im Prinzip sieht dann auch die Elternzeiten für beide Eltern, eben auch für den Vater vor und auch einen Bonus, einen zeitlichen, wenn der Vater diese nimmt. Was wir tun, ist im Prinzip etwas fördern und unterstützen und, wenn man so will, begleiten. Wir zwingen niemanden, aber wir können schon, und das ist, glaube ich, Aufgabe der Politik, sagen, was wir konkret unterstützen möchten. Und da darf ich noch einmal darauf eingehen, dass wir eben vor allem das Vorhandensein beider Eltern und das gemeinsame Betreuen und Verantwortung tragen während der ersten 18 Lebensmonate aktiv unterstützen möchten. Ich denke, natürlich, Wirtschaft ist ein wichtiges Thema. Das ist mir schon klar. Aber ich darf sagen, in meiner Funktion und wir als Südtiroler Volkspartei denken natürlich auch speziell mit Fokus an die Familien, aber dann auch natürlich auf die Wirtschaft. Und jetzt darf ich Ihnen sagen, sind wir in den europäischen Entwicklungen manchmal ein bisschen zeitverzögert unterwegs. Heißt ganz konkret, wir sprechen sehr häufig von Fachkräftemangel. Das ist ein Riesenthema bei uns. Sie wissen es, wir lesen es jeden Tag in den Zeitungen, aber auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Nein, nein. Und heute, und dann gehe ich auf die Jugendstudie, und wie gesagt, auch die Ergebnisse der Familienstudie und der Männerstudie zeigen dann insgesamt, dass junge Leute sich heute, wenn sie gut ausgebildet sind, auch dann aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Das heißt, sie haben einen offenen Arbeitsmarkt und ich gehe dorthin, wo ich gute Rahmenbedingungen finde, und zu den guten Rahmenbedingungen gehört es, dass ich Familienzeit und Elternzeit, Arbeitszeit und Familienzeit unter einen Hut bringe. Und dann wird es nicht nur eine Frage einer zukunftsorientierten Familienpolitik, sondern es wird wirklich eine Wirtschaftsstandortfrage und die Frage, schaffe ich es morgen noch, attraktive Arbeitsplätze für gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bringen. Und damit unterstützen wir dann beide. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und damit Kinder nicht wirklich ein Luxus werden, das schafft man doch nur, wenn man wirklich flexibel sein kann. Und es steht sehr wohl, damit man in die Förderung von diesem Landeskindergeld Plus kommt, die Zugangsvoraussetzungen sind 2 Monate am Stück, also nicht einzelne Tage oder dass sich der Vater die Zeit aufteilen kann. Und das ist für mich ein massiver Eingriff in das Allerheiligste einer Familie sozusagen, die Entscheidungsfreiheit, denn es geht eigentlich die Politik, den Staat und uns Politiker nichts an, wie sich Eltern in einer Partnerschaft oder in einer Familie entscheiden. Das hat uns nicht zu interessieren, das ist Privatsache, aber die Politik muss die Rahmenbedingungen so abstecken, und ich glaube, dass Südtirol nicht wirklich eine moderne Familienpolitik derzeit verfolgt, dass jeder Fall für sich das Maximum herausholen kann. Aber hier werden die Leute schon in eine bestimmte Schiene gedrängt. Die Frau Leger hat die Familienstudie mit. 90% der Männer wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, aber nur die erwähnten 115 haben Elternzeit beantragt. Sagt das aber nicht auch aus, dass hier die Politik doch unterstützend eingreifen sollte?
Selbstverständlich muss sie das unterstützen. Und ich denke, dass es eben Unterstützungsmaßnahmen mit der Flexibilität gibt, dass der Vater es sich schon einteilen kann oder aussuchen kann. Denn es ist Tatsache, dass sich viele Väter es schlichtweg nicht leisten können, 2 Monate vom Arbeitsplatz zu fehlen. Das ist eine Realität und die Politik muss sich an dieser Realität orientieren und weniger an Ideologien oder Wunschträumen von Politikern. Stichwort, ich glaube, die Ideologie, das, ja. Also die Finanzierung leisten können, wie kann man das finanzieren, wie kann man 2 Monate am Stück den Vater vom Arbeitsmarkt praktisch entziehen, wie können sich junge Familien das leisten? Ja, es ist ja so, die staatliche Elternzeit sieht vor und ich würde mir wünschen, dass auch die Mütter wirklich längere Zeit nehmen können, gell? Das möchte ich an dieser Stelle ganz fest betonen, aber die staatliche Elternzeitregel sieht vor, dass ein Elternteil maximal 6 Monate nehmen kann. Wenn dann auch der andere Elternteil noch Elternzeit nimmt, zum Beispiel der Vater, dann erhält er, wenn er mindestens 2 Monate nimmt, 1 Monat Zeitbonus dazu. Wenn Sie von der finanziellen Geschichte sprechen, dann ist das effektiv so, dass die 30% des Gehaltes ich nur während der ersten 6 Monate, das heißt, wenn die Mutter die 6 Monate nimmt, somit die Mutter auch diese finanzielle Unterstützung aufbraucht und dann der Rest dann eben nicht mehr bezahlt ist. Und dort genau setzt dieses Landesfamiliengeld Plus ein. Und das sind attraktive Summen, das heißt, ich bekomme dann je nachdem, oder für den Fall, dass ich überhaupt nichts bekomme, 200 Euro Landeskindergeld plus 800 Euro Landesfamiliengeld Plus. Und ich darf Ihnen auch sagen, das war ganz schön zu sehen, der erste Vater, der das genommen hat, das war ein junger Papa, der beim zweiten Kind daheim geblieben ist, wirklich ein Hydrauliker, also ich sage jetzt sogar in einem kleinen strukturierten Betrieb, ein Handwerker, der gesagt hat, beim ersten Kind habe ich nichts bekommen, schön, dass Sie das machen, weil diesmal kann ich es mir auch leisten und hat dann auch effektiv verlängert. Und noch einmal, wir werden uns dieses leisten müssen. Wenn wir in die Zukunft schauen, und da darf ich schon sagen, ausgehend von den jetzigen Familienmodellen, die sich ja auch ständig verändern, müssen wir schauen, was brauchen die Familien. Und dann werden wir gern weiterreden und schauen, was können wir tun, auch um den Wunsch, den die Väter haben, noch besser zu begleiten und zu unterstützen. Aber nicht nur die Väter, ich muss auch sagen, die Mütter und in Speziellen auch die Kinder. Wenn man über Väter redet, müssen wir auch über die Mütter sprechen. In der Regel ist es jetzt ja so, dass die Mütter dann vom Arbeitsmarkt, am Arbeitsmarkt fehlen, dass gut ausgebildete junge Frauen nicht mehr arbeiten gehen können. Väter hingegen schon. Ist das nicht ungerecht in Ihren Augen? Natürlich ist es ungerecht, aber wenn ich jetzt die Väter entziehe, löse ich kein einziges Problem, das Mütter haben. Das ist einfach so. Und ich denke, dass man hier bei ganz anderen Hebeln ansetzen muss. Und wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass es Ich bin dafür, dass es freiwillig passieren muss, dass Väter sehr wohl unterstützt werden, wenn sie zu Hause die Frau unterstützen möchten, die Mutter unterstützen möchten, bei der Kindererziehung dabei sein möchten. Aber es ist eine Realität, dass es sich schlichtweg viele einfach so nicht leisten können. Denken wir beispielsweise an hochqualifizierte Arbeitskräfte, die können nicht sagen, so, und ich vertüss mich jetzt 2 Monate am Stück in den Vaterschaftsurlaub. Sie haben recht, mit Müttern passiert ist, das ist so. Hier sind auch viele Dinge noch im Argen, die wir auch nicht imstande waren zu lösen, die sicherlich gelöst werden müssen, aber es sind, glaube ich, doch immer so Nischen, wo man Leute hineindrängt. Und ich denke, man hätte sich erwartet in den letzten 5 Jahren, nachdem Südtirol ja ein eigenes Familienressort bekommen hat, dass man es schon versucht, mehr Spielraum zu lassen, mehr Rahmenbedingungen zu errichten, dass sich eben die Familien mehr Möglichkeiten aussuchen können. Und eines ist mir ganz wichtig, die Entscheidungsfreiheit. Und die ist eben so nicht gegeben. Die findet schlichtweg nicht statt. Und ich denke, dass sich jede Familie selbst gestalten muss. Darf ich eine Frage zurückstellen? Und zwar, Sie sagen, man löst das Problem der Mütter nicht, wenn man Väter unterstützt, wenn sie auch aktiv Elternzeit nehmen. Dann sagen Sie mir, wer schaut denn auf die Kinder dann, wenn auf der anderen Seite sind Sie ja auch immer ein bisschen ausgerichtet in die Richtung, familienunterstützende Betreuung geht nicht, Väter geht auch nicht. Dann sagen Sie mir bitte, wer schaut denn, wir haben leider die Situation. Ich versuche es schon bei der Wahrheit zu sagen. Noch einmal,
mal leider die Situation, dass ja auch Großeltern als so wertvolle Ressource, die sie heute sind, die heute selbst noch arbeiten. Richtig, die müssen länger arbeiten und wir müssen, das ist ja auch ein bisschen der Ansatz, wo wir gehen, wir müssen mehr auch denken, dass morgen junge Frauen, junge Väter, die dann zurückkehren, auch diese Ressource nicht mehr haben und auch deshalb auch Familienunterstützungsbetreuungsangebote anbieten. Gibt es beispielsweise eine Umfrage unter den Müttern, ob sie das tatsächlich haben wollen, dass die Väter 2 Monate am Stück zu Hause sind? Ich kann Ihnen wenn Sie sich erinnern, wir haben erst kürzlich im Landtag eine Diskussion gehabt, ich glaube, es war im Februar oder März, auch über Familienpolitik, über einen Beschlussantrag, wo ich eine Umfrage aus Deutschland zitiert habe, da ist es genau um diese Geschichte auch gegangen, wo der Großteil der Frauen gesagt haben, na, sie wollten das nicht. Also wenn schon, dann muss es flexibel gehandhabt werden, denn ansonsten habe ich ja mehr Arbeit. Das ist interessant. Und ich möchte wissen, ob das wirklich bedarfsgerecht ist. Denn ich habe das Gefühl, dass dieser Vorschlag sich nicht tatsächlich an den effektiven Bedürfnissen der Südtiroler Familien orientiert. Vielleicht darf ich noch ergänzen, das Ergebnis der Studie, die Sie zitiert haben, und dann muss ich sagen, werden wir uns die Studie gerne anschauen. Also ich bin ja immer bereit, weiterzudenken. Aber ich darf sagen, das Ergebnis der Studie, und das war, glaube ich, damals auch die Aussage von Tamara Oberhofer, heißt, das wollen ich nicht, weil dann habe ich ja 2 Kinder daheim. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch gegenüber Vätern, die sich jetzt natürlich daheim einbringen, nicht wirklich wertschätzend. Und dann frage ich mich schon, ob diese Studie effektiv auf einer seriösen Erhebung und Befragung fundiert, Klammer auf, Klammer zu. Na, natürlich, wenn andere Studien zitiert werden, ist es nie seriös. Das ist klar, wenn es nicht ins eigene Konzept passt. Wir haben die Familienstudie hier liegen und eine Zahl, die mir aufgefallen ist, in diesem ganzen Werk ist, 35% der Südtiroler glauben, dass Kind und Karriere für Frauen nicht vereinbar ist, aber nur 17% bei den Männern sind es nur 17%. Also hier herrscht doch schon noch Nachholbedarf. Selbstverständlich herrscht Nachholbedarf. Aber wie gesagt, noch einmal, mit diesem Zwang ändert man nichts. Ich möchte wirklich wissen, was für ein Problem das Frauen und Mütter in dieser ganzen Geschichte haben. Und es ist Fakt, wir können nicht gesetzlich vorschreiben, dass der Mann die Kinder bekommt. Die bekommt nach wie vor die Frau. Das ist so, dass das mit Problemen verbunden ist, wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Die Frage ist, ob wir schon so weit sind, dass wir diese Probleme geregelt haben. Aber was haben wir davon oder Mütter davon, wenn man jetzt diese Schiene auftut und Männer in diese Schwierigkeiten bringt? Da ist doch der Nutzen der Frauen nicht gegeben. Also, und die Männer hätten mit genau denselben Schwierigkeiten, glaube ich, zu kämpfen, wie es die Frauen haben. Auch wenn es sich hier um diese 2 Monate handelt. Deswegen darf ich sagen, ich sehe den Ansatz, dass Sie sagen, Kinder kriegen ist ein Problem und dann habe ich Schwierigkeiten. Das haben Sie jetzt ganz oft gesagt. Also ich sehe Kinder als einen Mehrwert. Und ja, logisch, ich glaube, dass ein Mehrwert. Also das ist einer der zentralen Punkte, dass ich sage, ich möchte eine Gesellschaft haben, wo junge Menschen sich morgen entscheiden und bewusst entscheiden, Kinder zu haben. Weil das ist heute eine bewusste Entscheidung. Und wir sehen auch, und jetzt darf ich wieder auf Statistiken zurückkommen, dass genau diese Maßnahmen, die ja überall europaweit diskutiert werden, das ist ja ein gesamteuropäisches Thema. Wie schaffen wir demografischen Wandel? Wie denken wir Entwicklung der Gesellschaft in die Zukunft? Und da ist es überall sichtbar, dass dort, wo eben Eltern und Vater, vor allem speziell Väter, sich aktiv da einklinken, da steigen auch die Geburtenraten wieder. Das sind nicht die Länder, wo ich zum Beispiel, und dann gefällt das nicht und wir unterstützen das ja auch ganz fest, aber das sind nicht die Länder, wo ich vermehrt finanzielle Leistungen, Geld auf die Hand gebe, sondern es sind die Leistungen, wo ich noch einmal Maßnahmen setze, dass Arbeitszeit und Familienzeit im Kontext gut vereinbar sind und wo beide Elternteile Zeit haben und sich Zeit nehmen, sich um Kinder zu kümmern. Und abschließend darf ich noch sagen, früher hat man gesagt, um ein Kind zu erziehen, brauche ich ein ganzes Dorf. Heute ist es nicht mehr, da hatten wir die Großfamilien. Heute wachsen ja Kinder in sehr kleinen Familienkernen auf und dann ist es einfach wichtig, dass sie zumindest diese 2 Ansprechpersonen stark bei sich haben. Väter und vor allem die Mütter. Ja, das entscheiden aber immer noch die Eltern. Das sind wir uns einig. Und nicht die Politik. Und die Politik mischt sich hier aber schon ganz stark in diese eigentlich, ins Allerheiligste der Familien irgendwo hinein. Das empfinde ich einfach so. Das empfinde nicht nur ich so, das empfinden viele Familien so. 20 Minuten Sendezeit sind leider schon wieder vorbei. Eine kurzweilige Diskussion. Ich bedanke mich bei Frau Waltraud und Frau Lehmeier. Hier geht es jetzt weiter mit
Pluspunkt Sozial und heute mit einem Thema, das uns alle angeht, aber das keiner so gerne mag, mit der Steuererklärung. Schönen Abend noch.